Du kommst jetzt gerade zu mir, ich soll ein bisschen was machen, aber wir fangen ja mal hier an. Du hast am 7.8.1997 bei unserem örtlichen Motorradcenter Fulda, Kaman, bei dem habe ich übrigens immer angefangen zu lernen, da hast du eine Honda CX gekauft. Für 2.450 D-Mark. Yes. Hast du bar bezahlt? Aber sowas von. Okay. Cash. Und jetzt bist du bei mir. Du hast hier schon mal eine Kiste. Okay. Da ist sie. Da ist sie. Die CX für 2.450 D-Mark. So, und da soll irgendwas dran gemacht werden, aber wir fangen mal so an. Die Front hast du schon geändert. Ich habe mir Mühe gegeben. Ja, hast du schön gemacht. Alles von der 650er. Ja. Die Gabel auch, ne? Oder hast du mir das schon Die erzählt? Gabel ist alles von der 650er, das Ja. Rad auch. Und Die das Rad dann auch? Bremsanlage, das ist einfach besser. Ja. Ne, die Front gefällt mir. Und du bist ja auch ein großer Kerl. Das will hier nichts hier mit Stummellenker und so weiter. Der Tank hast du auch schön lackiert. Okay, das ist alles das Schöne. Luftfilter an der Autobahn, KNN. Dahinter das hat jetzt. So, jetzt geht's los, jetzt komme ich mir dran. Das soll hier anständig irgendwie gemacht werden, die Elektrik und so weiter. So. Der Motor ist auch schön lackiert. Ein Anthrazit habe ich auch einer schon gemacht. Ist gut. Ja. Sieht gut aus. Also Heckänderung. Das ist die Originalsitzbank, ja? Ja, Gewesen. fürchterlich. Ja. So, wichtig ist halt, weil du groß bist, wir brauchen hier von der Fußraste bis hier oben, ne, die Oberkante, Ja. 53 Zentimeter. Wäre toll. Gut. Kannst du die Sitzbank runternehmen? Ja, selbstverständlich. So. Also das Chaos muss auch gemacht werden. Oh, wenn der Tristan diese Stecker sieht, kriegt er es ans Herz. Aber egal, das soll man auch noch alles schön machen. Ich will mich jetzt nicht auf Kleinigkeiten festlegen. Wir werden der Rahmen hier, wenn wir schon ändern, damit wir hochkommen. Und der Tank muss auch hoch, damit es eine Linie gibt. Der fällt nämlich original immer so ab. Ja. Und das ganze Spektakel soll man auch TÜV, ne, hast du gesagt. Auf jeden Fall, ich möchte nicht die 1000 Zettel immer mit mir rumschlören. Ja. Gut. Matze, dann machen wir das einfach so. Das hoffe ich doch. Ja, mit Dirk hast du ja auch schon geschwätzt. Jo. Gut, wenn er nichts vergessen tut, glaube ich ja nicht, dass er was vergisst, dann Der hat ist schon einen alles Plan, gut. glaube ich. Hat schon einen Plan, der weiß schon, was los ist. Ja. Dann würde ich sagen, dann fangen wir halt einfach mal an. Alles klar, das ist es. Tada. Ja, die Lampen sind schon geil hier, die habe ich hier auch schon verbaut. Die hat so ein schönes Ja. Licht. Ne? Die Hupe da oben ist auch nicht schlecht. Schön versteckelt. Ja, alles klar. Was mir jetzt, das Motorrad hat insgesamt über 100.000 drauf, sagst Ja. du. Du sagst neue Kolben, neue Kolbenringe? Neue Kolbenringe gehohnt. Ach, Kolbenringe, ja, okay. Feuerkette, neu. Feuerkettenspanner, Ja. Wasserpumpendichtung. Ja. Zylinderkopf, hast du auch was gesagt? Eingeschliffen, die Ventile schön neu eingeschliffen, alles eingestellt, Mhm. 12 und 10. Und geplant hast du auch irgendwas, oder? Die Köpfe musste ich planen, Gut. weil ich hab die Kopfdichtung sonst nicht mehr dicht gekriegt. Gut. Und irgendwie was Neues wie an Kupplung und irgend sowas? Die Kupplung ist auch relativ neuwertig. Also hast du auch Die neuwertig. Schwingenlager sind auch neu. Aha. Da quietscht nichts mehr. Die Konis hat Icon, die machen das tatsächlich noch. Die habe ich hingeschickt. Ja. Die haben die überholt. Die haben die neu befüllt. Die haben diese ganzen Dichtungen drin gemacht. Das kann ich nicht. Das ist zu viel Aufwand. Ja. Haben die für einen Huni, haben die beide wirklich schick gemacht. Aber das ist ja cool. Wann denn? 1997 oder jetzt erst vor kurzem? Jetzt habe ich jetzt neu machen Aha. lassen. Die Federn habe ich lackieren lassen, beziehungsweise Pulver beschichten. Ja. Und den Rest habe ich dann zu Icon geschickt. Ja. Und die haben so einen Service. Da Aha. schickst du die hin und dann machen die das Innenleben alles frisch. Weil die kosten ja ein Vermögen, die Ja, Schiffe. das habe ich jetzt auch nicht gewusst. Das ist gut. Die machen die richtig schön, weil die kosten, die kannst du noch kaufen, die kosten fast 600 Euro, ist ja unverschämt. Ja, muss ja Und nicht die sein. billigen von Lewis wollte ich nicht Ja. und die haben die wieder schön gemacht. Gut. So, dann höre ich jetzt auf. Reicht Ja. jetzt, glaube ich. Cool. So, ihr Männer. Laute Schätze. Hier ist manchmal Hochwasser. Wenn man so an die Wände guckt, da bin ich ja hier schon hängen geblieben. Und das ist unser Fluss Kalbach, Ein wo wir jetzt Traum. durchfahren. Ja. Ja. Ist ja kein Hochwasser, alles Pillepalle. Gut. Jetzt machen wir mal eine Kulturtour, ne? Kulturtour. Du bist doch der hier, guck mal in die Kamera. Du bist doch der mit der CX. Ja. Genau. 53 Zentimeter. Ich weiß Ja. Bescheid.
Alles Gute hinter bei euch? Ja, super. Wir verstehen uns drin. Okay, wir fahren weiter. So, jetzt fahren wir hier so durch den Hof. Hoppla. Das ist ganz normal. Du hast ja gesehen, der Mann habe ich jetzt nicht gefilmt, dann wird sich herzlich begrüßt. Gut, dann fährt man halt auch langsam durch, weil hier rennen manchmal die Hühner rum. Ja, und dann geht's dann halt da hoch. Alles klar. Durchgeschrotet. Ja, pass mal auf, ich will ja auch gerade mal, das ist das Tunnel Landrücken, la la la. Und da habe ich damals keinen Plan gehabt, denke ich, okay, das Tunnel kann ja nicht so weit gehen, das hört hinterm Berg auf. Geschissen. Es haben noch keine Bahnschiene da gelegt und so weiter. Und da bin ich mit meiner Enduro ohne Licht rein. Und wie lang ist der? Ich bin gelandet ungefähr 15 Kilometer später in Modges. Da waren wir es auch nicht so einfach, das sage ich euch. Das sind jetzt hier so die Landwege. Sehr romantisch. Gut, jetzt hier ohne geht's ja noch. Ich muss mich aber jetzt gleich konzentrieren, dann mache ich das Ding immer aus. Weil ich muss ja auf euch aufpassen. Ne? Ja. Ja. Meine Frau bestimmt sehr dankbar. Ja, bestimmt. Ich mach keinen Scheiß heute. Hä? Das findet wirklich keiner. Doch. Noch nicht mal Google Maps. Maps? Wie bist du denn drauf? Bist du neu auf das? Guck mal, hier, da sind immer abends schön die Rehe auf der Wiese. Kannst du schön gucken. Jetzt halt nett, so früh noch. Das Gnatschloch ist auch mal geil hier. Mensch, wenn da richtig Wasser drin ist und Gnatsch. Jetzt geht's ja. Okay. Hier, nur mal so, Junge, ne? Hier ist alles frisch und ne? Neu gemacht. Nichts Gekauftes. Das Problem ist, dass jetzt trotzdem keine Eier, aber jetzt frisch ist. Die Eier esse ich, die kannst du bei mir drauf werfen. Ja, da gibt Stefan das Ei, komm, das ist überhaupt kein Problem. Beate hat hier geile Schnitzel heute vorbereitet. Das ist ein Apparat, oder? Ihr Mädchen, lasst euch schmecken, ne? Ja, okay. Ich bin gar nicht mehr immer bei dir. Was, das ist jetzt hier die neueste Konstruktion. Also Matthias, eine Güllebombe. Die rote, ja. Und, ja. Erzähl was. Ja, die habe ich jetzt halt hinten abgeschnitten. Der will die Höhe haben, weil das ein riesen Mensch ist. Ja. Hat hier so ein Bild. Die Sitzbank soll so lang bleiben. Das soll dann so ungefähr werden. Also die. Ja, ist, ja. Also das Schutzblech hinten fällt aber weg. Das ist Quatsch. Das sieht aus wie Scheiße. Ja, dann hast du dahinter das so gemacht. Ja, und das kommt auch wieder dran wahrscheinlich hier. Sein ganzer Kram. Das kommt dann hier wieder so dran. Vorne hat er ja noch Klingau in der Länge. Ja, okay. Auf jeden Fall, nee, was so wichtig ist jetzt hier erstmal, wir tun jetzt, du hast jetzt hier, da unten ist der Originalrahmen, der schwarze. Ja. Und das Gestell hast du oben drüber. Habe ich diese Rohre gemacht. Und wie hast du dir das hier gedacht, da mit den Löchern? Hier will ich vielleicht Bleche reinschweißen, dass das zu ist. Mhm. Wir haben auch sehr viel Platz hier unten drunter für den ganzen Kram. Ah, da unten kommen jetzt der ganze Schickimicki rein. Alles kriegen wir da rein. Perfekt. Gut, sieht gut aus. Ja, ich denke. Mach die Schraube fest. Sei besser wie die Kunden, wo wir haben, die alles los haben. Wie ist immer alles fest? Ich weiß. Sache, es soll ja nur eine Anspielung sein auf andere Leute. So. Der Rahmen, das hast du wieder schön lackiert. Ein Traum, wie du das umgebaut hast hier. Die Seitentafeln liegen da hinten. Achso, kann man noch die Seitentafeln hin, genau. Die roten Ecken. Da hast du die Halter hast du auch schon umgeschweißt für die Seitentafel, gell? Ja, die kommen die sind auch schon gebohrt, das ist alles schon fertig. Hier. Mit zwei Punkten machst du die fest? Ja. Hier oben hat er genug Platz für Elektrik. Da haben wir richtig viel Platz. Da kann ich ja keins hinmachen. Ich habe dem Fotos geschickt, der will dich so mit dem Rahmen bündig haben. Ja, so wie deine Idee war. Genau, so sieht das auch schöner aus, als wenn du so ein Loch hast da hinten. Ja, stimmt. Gut. Und hier vorne, wo will ich hier vorne noch? Nein, nein, hast recht. Perfekt. Gut. Ich will auch noch haben. Ja, mitschwingen, machen wir das. Das haben wir oben genug. Ja, mach da hin ein bisschen höher, wo du gerade die Hand hast. Ja, ja, ungefähr. Kann ruhig ein wenig höher sein. Ja, gut. Und dann der Auspuff. Ja. Hier, nochmal was anderes, weil im Hintergrund ist gerade die 650er Bombe. Ja. Du hast heute mitgefahren. Lässt dich schön fahren, wunderbar.
Ist er bereit für Toskana? Jo, die ist schön handlich, schön leicht, die merkst du gar nicht, die ist richtig schön. Die gefällt dir, hä? Ist so steif. Und du wolltest immer so Motorräder haben mit saudicke, fetter Hinterradreife, die konnte gar nicht fett genug sein. Jo, das sieht ja auch gut aus. Ja, aber jetzt hast du endlich mal ein Motorrad, wo nämlich genau die Reifebreite ist, die, wo ich so liebe, nämlich wie Trennscheibe. Guck. Ja, die fahren sich gut. Die hatte ich schon, schöne Kurve drin, die geht richtig schön. Ja, du bist ein Kurvenräuber. Wenn wir jetzt da runterfahren, fährst du langsam, ne? Dass wir dann mehr alle, genug alle heimkommen. Ich konnte nicht schneller fahren wie 100 Adover. Ja. Sonst verliere ich den. Matthias heißt er, gell? Ja. Der Dirk hat jetzt gerade hier nochmal einen Bügel gemacht. Der kommt da hinten hin, damit der Schutzweg dann da hinten reinkommt. Gut. Kannst du dir vorstellen, hier ohne wird es festgemacht und auf der anderen Seite auch im Stoß irgendwo. So, und dann hier die Sitzbank. Jetzt siehst du ja, hier hat er das schön lackiert. Die Seitentafel sitzt so dran, so wie du sie gerne haben wolltest. Hier ein geiler Abschluss, muss ich ehrlich sagen. Hier. Sieht geil aus. Gut, wie gesagt, da hinten kommt dann noch das Schutzblech dran. Und dann ist die eigentlich bis auf den Sattler fertig. Ein Traum. Okay. So, jetzt nehmen wir gerade mal so den neuesten Stand von Matthias, seinem Motorrad. Das ist jetzt soweit alles okay. Habe ich eben gerade schon gezeigt, hier die Seitentafel sind dran, da oben das Blech ist auch drin, die Sitzbank ist vorbereitet, die Auspuffe sind höher gelegt, das sieht auch gut aus. Der Schutzblech ist auch lackiert, da hinten drin, das ist alles sauber. So sieht der Apparat von hinten aus, ne, kann man sich doch angucken. Jetzt müssen wir nur noch die Sitzbank mache. Da vorne, das sieht auch ganz cool aus eigentlich. Gut, noch ein Gesamtbild. Yes! Das Krempler von Matthias wächst. Nee, war wieder ganz gut alles. Jetzt müssen wir halt nur noch sehen, dass wir halt die Sitzbank drauf kriegen. Und dann ist der Apparat auch am Start. Das ist das Kunstwerk von unserem Sattler. Das wollen wir dann mal ganz genau wieder analysieren. Erstmal hier vorne der Abschluss von dem Tank. Hier. Guck dir mal. Das ist, als käme das Ding vom Honda-Werk. Das ist ein Traum. Wie er das wieder so gestaltet hat. Mit den Nähten. Ich gehe jetzt mal hier unten durch. Das ist einfach der Wahnsinn. Es ist perfekt. Jetzt guck dir mal hier. Rote und weiße Nähte. Das haben wir ja so noch nie gemacht. Das passt doch zu dem ganzen Farbdesign. Das ist einfach der Wahnsinn. Gut. Jetzt haben wir nur noch eins. Tristan. Mhm. Hier müssen wir noch Elektrik machen, beziehungsweise du, ich darf zugucken. Ja, das ist so eine der nächsten Aufgaben. Und dann ist das Spuckstück auch fertig. Yes, dann kann die endlich dann heim in ihre Heimat. Ein Traum. Du gehst schwer dran hier mit großem Gerät. Ich habe nichts Kleineres. Ach so. Aber geht auch wieder, ne? Ja. Ich hab's geschafft. Das hast du schön gemacht. Und hier, alles gut? Der hat das ordentlich gemacht. Ja. Zum Großteil. Aha. Die Batterie kommt da hinten rein, gell? Ja. Okay. Cool. Ob der starten will? Ich vermute fast. Mensch, der gibt ja alles her. Da hat der mich heute Elektrik gemacht, wie so ein ganz großer. Anlass, was er ob der geht. Oh. Ich geh mal hin. Das hört sich nicht gesund an. Das hört sich an noch gar nicht. Ja. Kein Funke. Kein Funke. Viel Spaß. Danke. Ich komme wieder. Ja. Mit Funke. Mit Funke. So jetzt. Ohne. Ah, Funk ist da. Na komm, ist gut. Funk jedenfalls. Ein Vergaser leckt? Ja.
Ja, und ein bisschen aus dem Luftfilter gepisst. Ja, vielleicht gibt es ja mal, weiß ich nicht. Jetzt, wo du den Tank unhast, will ich gerade mal... Der hat das richtig gut gemacht. Der hat das wirklich gut gemacht. Ich bin richtig stolz auf den. Der hat das ordentlich gemacht. Ordentlicher, wie es eigentlich sein muss, aber er hat es richtig ordentlich gemacht. Dass du mal einen lobst. Da kann ich nur loben. Ne? Er hat alles beschriftet, alles. Der hat sich da so ein Aufklebergerät gekauft, hat jedes einzelne Kabel beschriftet. Mhm. Überall ordentlich Stecker drauf, ja. Da mache ich nichts sagen. Top. Ja, gut. Aber mal gucken mit der Probefahrt. Jo. Gut, gelaufen hat sie ja schon mal, Quarnet und Sau. Dann wollen wir mal in die Nacht fahren. Wir machen aber nur Hofrunde, ne? Ja, ja. Okay. So ist es bei uns. Es ist samstags abends. Ach Gott, gleich 5 Uhr. Es gibt eine Hofrunde, Testrunde. Bis dann fährt. Ja. Läuft gut. Das höre ich schon. Die läuft gut. Gut. Schön. Hat sie den Langstreckentest jetzt bestanden? Ja. Okay. Damit ist sie eigentlich fertig. Jo. Prima. Hat er gut gemacht und wir auch. Ja gut, du hast aber jetzt auch schon ganz, noch ganz schön eine Stunde verballert. Gut, ich muss halt, hatte glaube ich vor, die Batterie da unten hinzusetzen. Aha. Und wir haben die jetzt nach oben gesetzt, da musste ich Da oben hatte ich was schon umbauen deswegen. Ja. Ja. Da unten ist jetzt quasi leer. Da ist jetzt leer. Ja, ja cool. Die Sitzbank war ja gestern oder wann schon da, die habe ich ja schon, aber das habe ich gelöscht irgendwie, komischerweise. Okay. Ich mache es nochmal. Die Sitzbank hier, das ist ein Traum. Das ist einfach ein Traum. Ja. Wie der das hier abgesteppt hat, ne? Das ist richtig gut. Vorne der Abschluss, der ist natürlich wie immer Weltklasse. Okay, es gibt aber zu der Elektrik noch was zu sagen dahin, gell? Ja, der eine, der ist leider kaputt. Ja. Aber der hat das so ordentlich gemacht, der kriegt das bestimmt auch nochmal hin. Okay, ich weiß jetzt auch gar nicht, was er da verbaut hat, aber ist ja wurscht. Das ist egal. Geht halt nicht. Geht gar nichts oder geht er nur teilweise? Da geht überhaupt nicht. Also ich habe umgeklemmt, ja. Der läuft auf beiden Seiten, das heißt von der Elektrik, vom Motorrad her. Ja. Und dann habe ich... Das war doch nachher neu, oder? Wie kann denn... Das ist, na gut, das ist immer wieder dasselbe. Ja, das ist aber auch dieses Einbauen dann mit so engen Kabelgängen hier. Ich weiß nicht, ob du das auf die Kamera kriegst. Hier ist halt komm, so ein auf, das ganz kleines Loch nur, wo die Kabel durchkommen. Und dann kann das schon mal passieren, wenn man da zu arg dran reißt. Das kann der selber machen, der Mann ist groß. Ja. Genau. Und Schluss.